du da? Mit dem Gewehr und der verrückten Maske. Dein Atem riecht nach Blut. Und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Elex 2. Alter! Siehst du geil aus, Mann! Du musst wieder in der Bastion sein. Folgendes. Ich habe mir wieder überlegt, wir haben ja noch ein paar Aufgaben für die Alps offen und wir machen jetzt ein bisschen Damage. Von dem her, wir können ja mal auf Mutantenjagd gehen für die eine Lehrerin, aber dafür würde ich natürlich erstmal die eine von den Alps rekrutieren. Ihr wisst, wen ich meine. Das heiße Gerät, die würde ich gerne mitnehmen wollen, weil da können wir noch ein paar Pluspunkte für sie sammeln, weil die mag das ja, wenn man für die Questen... Ist es das da oben? Ja, oder? Gehen wir mal hin. Hey, hör mal. Ich denke, es ist wieder soweit. Wen werden wir denn jetzt wieder verärgern? Willst du dich nicht mal mit Kaya unterhalten? Immerhin ist sie ebenfalls ein Oberhaupt ihrer Gilde. Nee, die Berserker nehme ich mir ein anderes Mal vor. Wir gehen zuerst zu den Alps. Ich will mit Alexitor Ekrom sprechen und du wirst mich begleiten. Kannst du das nicht alleine machen? Willst du etwa riskieren, dass ich die Alps gegen dich aufhetze? Das Ergebnis bei den anderen Oberhäuptern war bisher auch nicht viel besser. Komm, hör auf zu labern und bring mich zu Ekrom. Soviel ich weiß, ist er vornehmlich allein in den Ruinen von Ignadon unterwegs. Das klingt nicht besonders präzise. Egal, wir werden ihn schon finden. Ich wollte ja eh zu den Alps gehen, von dem her kommt's hin. Mitkommen. Komm mit. Du brauchst nicht noch einen Begleiter. Wäre es doch lustig. Okay, Falk, tschüssi. So, ich wollte eh zu den Alps. Nee, passt ja eigentlich. Komm mit. Mitkommen. Gut. Na, wollen wir mal. Das wird der ins Auge gehen. Ich wollte ja eigentlich was anderes bei den Alps machen, aber gut, dann. Na, egal. Jetzt bei den Alps. Hier, da muss hier. Kade. Hey, komm, der ist gerade hier im Lager hinter. Teleportation! Power, Sightseeing. Sind die Kerle in Ignadon auch so wie damals im Eispalast? Die Alps haben viele Federn lassen müssen nach ihrem Krieg gegen die freien Menschen. Sie haben eine Menge dazugelernt. Du willst mir hoffentlich nicht weismachen, dir gefällt es hier. Stört dich was? Nein. Abgesehen davon, dass ich mir den Arsch abfriere, könnte ich glatt hier einziehen. Bewegung hilft. Fresse halten auch. Jetzt mal ernst, sie ist ziemlich, leicht angezogen. Ja, wir können sie allerdings was Wärmeres anziehen, dann wirkt das Ganze auch viel authentischer. Moment. Da. Wenn die Alps so schlau sind, warum hauen sie da nicht ab? Sie sitzen auf einem Pulverfass in Ignadon. Nicht alle Alps sind dazu bereit. Sie wollen ihr neu erobertes Territorium nicht einfach wieder aufgeben. Macht Sinn. So. Na komm, wo ist er? Da, da. Wir wollten mit jemandem reden, kurz speichern, so. Hallöchen. Eine Sache noch. Also, das hier ist Nasty. Sie ist, wie ich sehe, ist sie eine Vertreterin der Morkons, richtig? Und, wie ich sehe, bist du eine dieser Kalkleisten, die sich für was Besseres hält und unsere Länder tyrannisiert. Oh, Mann. Hey, pass auf, irgendwas stimmt hier nicht. Ach, komm schon. Los, mach schon. Gut, wir machen jetzt mehr Schaden, das ist gut. Mehr Schaden kann sich sehen lassen. Wir werden leichte Spiele haben. Den Blechmännern. Oh, Scheiße. Erst einen nach dem anderen vornehmen. So, einer erledigt. Ein paar fehlen noch. Deckung. Plündern. Eins. Pam.
Kopf! Oh, schlechtes Timing. Diese Scheißinfektion. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Kannst du laut sagen. Ah, Penner! Scheiß, wie sucht Ärger! Kannst du laut sagen. Au! Ich schieße mit Laserwaffen. Scheiße, noch ein Treffer und ich bin erledigt. War es eine Granate? Ich erwische dich auch noch. Pam! Deckung. Das war der falsche. Ich weiß, da spielt jemand. Ich kriege eine Ralle. Kriege ich auch noch. Einer aus dem Verkehr. Die nächste ist auch bereit für den Schrottplatz. Bleib liegen, Lusche. Zusammen schaffen wir das. Ich will das auch schaffen, na klar. Mach die ganze Arbeit. Oh, scheiße, so knapp. Du da. Noch ein paar Schüsse und du bist erledigt. Knack. Ich mache hier die ganze Arbeit, Mädel. Ein Schuss noch. Knack. Geht auch. Das war sehr knapp. Wie fühlt sich das an, nicht mehr die Nummer 1 der Alps zu sein? Ich musste schmerzlich feststellen, dass ich nie wirklich Herr der Lage am Hofe des Eispalastes war. Seitdem hat sich daran wenig geändert. Das muss ja nicht so bleiben. Du meinst, du sollst selber die Kontrolle übernehmen? Das Kommando von den ganzen Leuten übernehmen. Die Nummer 1 werden. Sowas noch, das hatte ich bestimmt vor. Ich glaube, wir haben was geplündert. Reden wir mit Nesty, es ist ziemlich kühl. Ach komm, lass es einfach, okay? Ich will es nicht hören. Ich verstehe dich nicht. Warum machst du das? Hat dich jemand aus der Grotte rekrutiert, die Oberhäupter anderer Gilden zu testen? Natürlich nicht. Die wissen überhaupt nichts davon. Ich verfolge meinen eigenen Plan. Aber was beabsichtigst du dann mit diesem Unsinn? Dass du die Beziehungen der Gilden untereinander verbessern willst, kaufe ich dir nicht mehr ab. Ich erwarte nicht, dass du es verstehst. Dein Job ist es, dass du mir diese Audienzen ermöglichst. Der Rest ist meine Sache. Von mir aus, wenn es dich glücklich macht? Ich werde lediglich noch einen letzten Versuch starten. Und zwar bei den Berserkern in Tavar. Dazu brauche ich allerdings noch eine Weile, wenn ich bereit bin. Werde ich es dir sagen. Dann kannst du immer noch entscheiden, ob du mich unterstützen willst oder eben nicht. Na, großartig. So, und jetzt lass uns weitermachen. Ich brauche noch mehr Kampftraining. Ich verstehe die Frau nicht. Ich verstehe die absolut nicht. Warum immer diese ganze Provokation? Natürlich hat das dann sinnloser Gewalt aus. Ey, wir sollten noch alle zusammenarbeiten, aber so. Ich verstehe es wirklich nicht. Nein, das ist einfach nur rein Provokation. Die Leute beleidigen. Ach du Scheiße, was ist das denn? Das Riesending da, das Riesending da. Alter, Eisgigant. Oh, leck mich am Arsch, Alter. Aber können wir mal gucken, vielleicht beschützt er ja irgendwas. Vielleicht gibt es da irgendeinen Schatz, den er bei sich hat. Pilze, sehr schön. Ach du Scheiße. Irgendwelchen geilen Loot, der hier rumliegt.
Da liegt was. Oh, scheiße. Ich hab's gesehen. Durch die Brille hab ich's gesehen. Ja, da liegt was. Da liegt was. Ich hab gesehen, dass was lag. Ich hab gesehen, dass was lag. Genau bei ihm. Gut, das Fieber hilft mich. Okay, Aber da liegt was. Er geht in eine andere Richtung diesmal. Sehr gut, wir müssen schnell sein. Greifen und abhauen. Greifen, abhauen, greifen, abhauen. Irgendwas mit Geister. Irgendwas mit Geister. Also ein Bogen. Na gut, ich bin jetzt eh ziemlich gut auf Fernkampf geskillt. Von dem her. Das Ding schnappen und schnell abhauen. Nein! Ich habe das falsche Ding geschnappt. Geisterhufer. Wir haben es uns geholt. Fuck, das sind überall diese Viecher. Das sind überall diese Viecher. Deckung, Deckung. Nessie, komm. Bringt nichts von ab. Ich hau jedenfalls ab. Ah ja, war es knapp. Aber wir haben gerade anscheinend die Waffe gerade. Gucken mal. Geisterrufer. Warnbogen. Wir gucken mal. Geisterrufer. Oh, das ist wirklich sehr stark, ja. Kann man allerdings nicht anlegen. Man sagt, dass er die Seelen seiner Opfer in sich aufnimmt. Cooles Ding. Gut. Ja, dann zurück zur Bastion. Wir nehmen jetzt die andere mit. Wollten wir das eigentlich machen? Ach, Nesti, dass die immer alle Leute provozieren muss, das ist doch furchtbar, ey. So. Wo ist denn die andere? Hier. Warte mal, wir gehen. Ja, hier, du gehst erstmal zurück hier. So, du hältst dich in der Bastion auf. Wo ist die andere? Falk, Bulli, Nyra da oben. Bei Nyra ist ja schon in Ordnung. Nyra, hallöchen. Mitkommen. Geht klar. Wunderbar. Aber haben wir hier irgendwo noch eine Jetpack-Werkstatt? Ich würde gerne mein Jetpack aufmotzen wollen. Wir haben ja wieder genug Treibstoff eingesammelt. Zum Sockeln. Nicht das, was ich suche. Munition. Jetzt auf keine Werkbank für. Das ist doch scheiße. Na gut, dann halt nicht. Ja, zurück zu den Alps. Hier haben wir hier für die Frau Lehrerin müssen wir noch was machen. Warte, Markierung weg. Ich sagte Markierung weg. Dann gehen wir mal hier zu der Frau Lehrerin. Hier, das ist sie. Markiert. Teleportation. Du bist eine echte Alpgeborene? Das ist richtig. Ha. Bist du dir sicher? Von mir selbst habe ich das auch schon einmal geglaubt. Ich bin mir sicher. Ich war noch niemals ein Teil einer anderen Gemeinschaft. Die Zusammenkunft meiner Eltern diente nur einem Zweck, dem Erhalt der Rasse der Alps. Und du weißt doch, wie die Dinge gelaufen sind. Bei Ungehorsam oder jedwedem anderen Gefühl wären sie sofort getötet worden. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ah, ja. Du bist eine echte Alpgeborene. Genau. So. Ich bin wieder auf dem Tannenjagd für die Frau Lehrerin, weil die braucht immer wieder Dinge zum Sezieren. So. Ist das hier? Ja, es ist das. Nein, es ist die Kantine. Obwohl. Wir können vielleicht ein bisschen Essen abstauben. Moment. Wir können ja pro Tag eine Ration abholen. Was brauchst du? Noch nicht. Schade. Das stört keinen, wenn ich mich bediene. Sehr gut.
Da, wir sind auf dem richtigen Weg. Direkt da vorne dann irgendwo. Ja, ja, hier die Schule, die sehe ich schon. Hm. Haltet eure Konzentration. Spürt, wie die Wut in euch aufsteigt. Wegen der Mutanten. Was soll ich dir diesmal bringen? Nichts. Es muss etwas weggebracht werden. Du erinnerst dich an die Köder, die ich mit meinen Schülern ausgelegt hatte, um die Rottmolche anzulocken? Die ihr mit Kontrastmittel versehen hattet. Um die Innereien, die du uns besorgen solltest, zum Leuchten zu bringen. Genau. Ich kann mit meinen Schülern selbstverständlich nicht gefährlichere Mutanten außer Rottmolche anlocken. Aber du kannst das. Ich soll also Köder auslegen, um Mutanten anzulocken. Wenn die Bezahlung stimmt, kein Problem. Das hängt von deiner Leistung ab. Da du deine letzte Aufgabe so gut erfüllt hast, sollte dies kein Hindernis sein. Mit welchen Mutanten werde ich es zu tun haben? Hoffentlich mit gar keinen, da du nur Köder auslegen sollst. Fragt sich nur, ob das klappt. Wir versuchen, Häscher anzulocken. Diese Mutanten, die den Menschen noch recht ähnlich sehen und Waffen benutzen. Ihre Gehirne sind für unseren Unterricht perfekt geeignet. Sie sind ein Wunderwerk unserer Biotech-Ingenieure von damals. Wo soll ich die Köder auslegen? Wichtig ist nicht nur wo, sondern auch wie. Wenn du gerade Richtung Süden läufst, den Berg hinauf, findest du eine alte Burg. Sie war früher einst von den Klerikern besetzt. Heute haben sich dort eine Menge Häscher eingenistet. Dort sollte es mit Sicherheit noch einige Tische geben. Leg die Köder dort drauf. Selbst wenn von Häschern kaum Menschliches mehr übrig ist, sollten sie doch noch Essen auf Tischen erwarten. Auch wenn es nur im Unterbewusstsein ist. Alles klar. Ich werde die Köder für dich auslegen. Gut, hier, nimm die Köder. Wenn du die Köder ausgelegt hast, komm wieder zu mir. Ich werde dich angemessen bezahlen. Das gefällt mir. Legen wir ein paar Köder aus. Draußen sind die Köder. Ach, das wird das gewesen, ja. Ich wollte gerade überlegen, hä, was ist das denn? Aber ja, hier, guck mal, ja, zack. Zack. Wo geht's denn lang? Ach, da, aha. Erinnert euch an eure Strafen. Lasst das kriege ich hin. Lassen Sie mich durch. Nur dein Hass kann mich besiegen. Wow. Das ergibt doch keinen Sinn. Du weißt um unsere Elex-Knappheit. Was, wenn das Silo kaum Elex hatte? Was, wenn sie nur einen Grund gesucht haben, uns weiteres Elex zu verweigern? Das würden sie doch nicht tun. Wer weiß. Es hat sich einiges geändert. Aber behalte es für dich. Na ja. Wachen, mir nach! Oh Gott, ich sehe schon. Angriff! Ach, Scheiße, die Viecher hässlich. Immer drauf da mit Gebrüll. Um Himmels Willen. Den kriegen wir. Oh fuck. Hier sind eine Menge von Viechern, ne? Und sie nehmen kaum Schaden. Daneben. Oh fuck.
Nachladen, so. Hab dich ganz gut erwischt. Und bleib liegen. Kann ich nicht killen oder was? Doch, jetzt. Geil. Speichern. So. Nimm das. Das gefällt dir, was? Ja. Hat keine Erfahrungspunkte für mich. Finde ich aber toll. Aber es gibt eh nix. Und das nächste Vieh ist auch noch erledigt. Wunderbar. Irgendwelche toten Wachen, die man jetzt looten kann? Nein, sieht nicht so aus. Glück und Unglück. Da ist noch ein Vieh. Nimm das. Nimm das. Und das. Und das. Wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin. Fuck. Also Schaden ist mega. Den das Vieh macht. Wow. Nee, krieg ich wirklich fast ein bisschen mit der Angst zu tun, ne? Wow. Nachladen, so. Komm schon, geh nicht kaputt. Angriff, Leute, wir kriegen das hin. Weg mit der Waffe. Ich glaube, das waren alle. Alle zurück auf die Posten! Wenn die Angriffe noch härter werden, weiß ich nicht, wie lange wir noch standhalten können. Das ist wohl wahr. So. Jagen wir die Mutanten. Bolzen dürfen theoretisch nicht so teuer sein. Da kann ich mir gut vorstellen, Energiezellen sind teurer als Bolzen. Wir gehen von dort aus weiter. Hui. Die gute alte Tanke. Das weckt Erinnerung. So. Mutanten. Häscher. Okay. Können wir noch hin. Obwohl, warte mal. Wenn wir schon in ein Gebiet gehen, wo die Häscher sind. Wieso legen wir Köder aus? Wieso schießen wir nicht gleich die Köpfe weg? Und nehmen dann das Gehirn und geben das dann einfach ab. Nur so ein Gedanke. Irgendwas wurde hier angebetet. Ui, eine alte Ruine. Eine sehr alte Ruine. Sowas wird hier nicht geduldet. Au. Was sind das denn für welche? Waren das Banditen oder was? Ihr habt es einen Banditen, alles klar. Na gut, mit den Banditen wischen wir den Boden auf. Komm schon, den da. Yep, erwischt man. Aua, Penner. Reloading. Jetzt gibt's auf die Fresse. Aber richtig hart auf die Fresse. Oh, scheiße. Hier sind ein paar zu viele. Sieht ein bisschen aus wie das eine Ding von Skyrim, wo sich auch eine Menge Banditen aufhalten. Nachgeladen. Angriff. Aua. Oh, fuck. Nachladen. So. Oh, fuck.
Warte mal, der hat sich beschädigt, aber bam, erwischt. Boah, Junge. Oh, fuck. Warte, da vorne sieht es beschädigt aus. Hier, zack. Knack. Hier muss die Typen alle einzeln vor. Alle schön einzeln aufmischen. Oh, scheiße. Hoppla. Bam, erwischt. Bam, weggeknüppelt. So. Aufstehen. Du bist doch nicht tot. Da ist immer noch mit. Ja, hier ist ein Sex-Dungeon, ich sehe schon. Schlafen tun wir nicht. Kiste, die können wir nicht plündern, looten. Ja, ja, nimm bestimmt aus. Looten! Die haben sich hier eingenistet, ja, ja. Ja. Du entkommst mir nicht. Das sagst aber auch nur du. Wir werden das später knacken, wenn wir alles erlegt haben. Boah, scheiße, war's knapp. Wir knacken das jetzt. So viel Zeit muss sein. Was haben wir Schönes? Oh, gelb. Gelb Steine durch ein Gewehr. Speichern, weiter geht's. Aus dem Weg, Mädel. Ich muss treffen. Erwischt. Wir sind ein gutes Team. Oh, scheiße. Nimm das. Und letzter Schuss. Weggenudelt. Brauche jemand Hilfe? So. Denn so, wir machen das zusammen. Natürlich, 2 gegen 1. Ein Schuss noch. Bam. Brauche noch einen, Moment. Den kriegen wir. Erwischt. Ich bin begeistert. Mit der Armbrust, ey, da kommen wir schnell voran. Macht schon viel Schaden. Blöd wie das lag, aber vorher, Presslufthammer. Wartet, das ist der Sound für die echten Männer, die das hier hören, wenn sie Presslufthämmern. Für Nutten und Hausfrauen. Das hier ist Mucke zum Staubsaugen. Gähnende Leere. Hinter meiner Stirn. Das hier ist Urlaub. Urlaub. Urlaub fürs Gehirn. Da geht's direkt zur Burg, wenn wir da folgen. Okay. Und hier, das ist, glaube ich... Warte, wir können noch aufs Dach. Okay, warte mal, gehen wir kurz aufs Dach da drauf. Weil da oben scheint es noch was zu geben. Wir gehen mal kurz hin. Was, hier ist Pustekuchen, Mensch. Das ist ja furchtbar.
Ja. Dich haben wir schon geplündert, alles klar. Hier können wir auch dorthin. Na gut, gehen wir hier lang. Schluck auf. Boah, ich dachte, ich hätte mehr Munition verballert, aber gut. Oh, fuck. Können wir es mit denen aufnehmen? Wir gucken mal. Dürfte machbar sein. Alter, ich kann es nicht nachladen. Ah, Penner! Wo waren wir stehen geblieben? Genau, und abhauen. Mutanten, ich komme. Der war gerade eben noch nicht da. Interessanter Standort. In der Tat. Klettern, komm, Jax, klettern. Oh yeah. Ui, was haben wir denn hier? Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das früher mal die in den Klerikern gehört hat. Oh, da haben wir schon so Mutanten. Nachladen. 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 Gute Nacht. Erwischt. 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 Den kriegen wir noch, den kriegen wir noch. Erwischt, er blieb. So, wo ist der andere? Den haben wir da drüben, genau. Theoretisch könnte ich von denen einfach hier die das Gehirn mitnehmen. Und da habe ich doch schon ein paar Gehirne von den Herrschern. Da brauche ich doch nicht hier Köder auslegen. Ich weiß, verwegene Idee, ich weiß. Aua. Komm schon. Trau dich. Ein Angriff noch, genau. Level up, Vorbild. Wir haben eine Trophäe erhalten, weil wir Level 20 sind. Sehr gut. Wir sind Level 20. Cool. Hier steigt das Risiko, getötet zu werden, ins Unermessliche. Also gehen wir da mal hin. Oh, doch eine Keule. Lecker. Oh, Hallöchen, guck mal. Bad Boys, what you gonna do? What you gonna do in the California? Hab dich. Einst hatten die Kleriker hier ihre Ausbildungsstätte. Jetzt sind diese Mauern nur ein weiteres Zeugnis ihrer zu hoch gesteckten Ziele. Das stimmt. Ich meine, sie hätten sich so für die Besseren, aber in Wirklichkeit... Ihr Glaube steht einfach vor... Ihnen steht einfach ihr Glaube im Weg. Punkt. Ach du Scheiße, was ist das denn da? Das sieht fies aus. Da. Komm, komm. Hier oben ist Buskuchen, die jetzt alles nur noch Schutt. Da lang.
Pustkuchen. Oh, Teleporter, sehr gut. Teleporter ist ein gutes Zeichen. So, speichern und weiter geht's. Es wird auf jeden Fall einen großen Bogen um das Fieder machen. Wer liegt looten der Truhe? Der Kenner ist mit dir. Wir sollten trotzdem vorsichtig sein. Die Köder auslegen und dann weg hier. Ich hätte die vier nicht kloppen. Sag ich euch so, wie es ist. Komm schon. Scheiße, weg hier, weg hier, weg hier. Oh, das ist ja ein riesengroßer Komplex hier. Ein richtig großer. Aber hier gibt es Zeug zu looten, das ist gut. Immer her, gib immer her, ja. Eins. Ah, noch mehr Zeug, gib mal her, ja. Alter, hier ist so viel Zeug, geil. Das gefällt mir. Die Soldaten stehen zum Angriff bereit. Commander Xorg hat den Befehl gegeben, heute Nacht anzugreifen. Späher haben Lücken in der Mauer entdeckt. So gelangen wir ungesehen in das Innere der Burg. Die Kleriker werden keine Chance haben. Ja, stimmt, die wurden ja vertrieben von den Alps. Da war ja was. Ich bin mit Abstand der Beste dieser Gruppe. Oh, fuck. Wo? Da. Maschinenfokus, damit können wir dann bestimmt Maschinen dann besser erkennen, ne? Mit der Brille. Speichern. Hier sind jedenfalls die Punkte, wo wir hin müssen. Eins. Tische. Es hieß ja, die Köder auf den Tischen ablegen. Da. Das sollte reichen. Und nach oben. Treppe? Gibt es irgendwo eine Treppe, wo wir nach oben kommen könnten? Sieht mir jetzt nicht so aus. Ah, boah, schreib mich doch nicht so. Boah, ich dachte gleich springt, ich dachte wirklich, dass mir ein Vieh entgegenspringt. Ohne Mist. So Jumpscare-mäßig. Durchatmen. Plündern. Das war wohl nichts. Nee, es war nichts. Das war wohl nichts. Nee. Das war wohl nichts. Nee. Und durch. Sesam, öffne dich. Geil. Erhöht Stärke. So. Gib mir mal den Stärkeboost. Stärke und Geschicklichkeit. Komm, das laufen jetzt erstmal alles sehr gut.
speichern, nicht, dass ich jetzt hier sterben soll. Ich sehe schon Treibstoff durch die Wand durch. Sehr gut. Meins. Pfeile. Es wurden weitere Truppen zur Säuberung des Außenpostens angefordert. Die paar Kleriker werden wir ohne Probleme eliminieren können. Das Elex aus diesem Gebiet wird unverzüglich abgebaut und eingelagert. Die drei. Nein, die Ziffer muss eine 3 sein. Warten wir bereits, weg damit. Drei. Die letzte Ziffer sind 3. Erste ist eine 8, letzte ist eine 3. Acht, sieben, Höhe, 3. Acht, sieben, Höhe, 3. Sieben, 3. Geht doch. Geht doch. Das, was ich mir auch gerade gedacht habe, so. Noch mehr Zeug auf Tische ablegen. Da, da haben wir einen Tisch. Da. Das sollte reichen. Ich hoffe es. Nächste Etage, da, guck mal. So, das war alles. Ich sollte zurück zu Alcea gehen. Haben wir jetzt geplündert, wunderbar. Scheiße. Oh ja, das sieht nach einem dicken Laserschuss aus, ja. Ich sehe schon. Damit ich Blattschuss geben kann. Hoppla. Aua. Stirb. Ihr habt keine Chance, ergebt euch. Jetzt sag dich doch. Noch einer. Bam. Geht doch. Ihr habt so viele beschädigte Waffen. Wir könnten ja mal gucken, ob wir irgendwas zusammenschmieden können. Wir gehen mal gleich zurück zu der Frau, aber hier gibt es noch ein bisschen Zeug zu holen. Das würde ich mir vorher noch holen wollen. Da. Besen, aber könnt ihr jetzt immer wieder denken, ey, das ist irgendwie eine fette Waffe, die da rumsteht. Das sah vorhin auch so aus. Da, das ist nochmal Zeug, Moment.
Häscher gesichtet. Jetzt mal ernst, wir töten die und lassen die dann einfach so verwesen. Dann können wir ebenso gut deren Gehirne mitnehmen. Bleib liegen, Lösche. Ah. Das ist ein einfaches beschädigtes Schwert. Aber egal, können wir zusammen schmieden. Gibt Erfahrungspunkte. Außenposten Delta an Hauptquartier. Hört mich jemand? Wir müssen raus hier. Schnappt euch alles, was ihr tragen könnt. Die Alps überrennen uns. Warum hat die keiner bemerkt? So eine Scheiße. Lauft schneller. Los, los, los. Das war mich aber auch. Wieso hat die keiner bemerkt? Freue mich ebenfalls. Das war der. Okay, hat mal geplündert. Gut, zurück zu den Alps. Gehen wir zurück in Sicherheit. Da. Wir geben der Frau Lehrerin Bescheid. Warte mal, da ist doch der. Da können wir doch schmieden. Warte mal. Ja. Oder ich liege komplett falsch. Da drüben war's. Hier ist die Schmiede, alles klar. Schmiede! Genau, die können wir dann zusammen machen und dann, oh ja. Die gibt auch ordentlich, die gibt ordentlich Geld auch noch, sehr gut. Sehr gut. Das können wir auch noch machen, hier. Wunderbar. Das hier ebenfalls. Wenn ich schon dabei bin, ne, dann spielt man jetzt mal einfach mal alles hier. Bam! Die Läuferklinge, ja, ja. Da können wir gleich ein paar mehr von denen anfertigen. Aber die geben gute Knete. Wir haben gerade einen Trophäe erhalten. Wir können sogar eine verbesserte Läuferklinge erstellen. So, Bordaxt, zack. Schrottbeile, kommen zwei davon, machen wir. Yep. Passt. Die reparieren wir auch mal. Zack. Hier, zwei von denen. Und die Berserker-Axt reparieren wir auch mal. Zack. Ey, wir haben hier wirklich eine Menge Waffen, die wir gerade schmieden können. Hier, Schild reparieren wir auch mal. Hier, gib mir. Beschädigtes Eisenschild. Ja, komm, machen wir. Eins. Beschädigtes Alpschwert. Davon können wir gleich mehr reparieren. Gib her. Und von dem Alpschwert können wir sogar noch eine verbesserte Version machen. Ja, komm, mach mal. Wir sind dafür nicht gut genug im Schmieden. Okay. Kein Problem. Drei davon. Da müssen wir halt noch ein bisschen auf Schmieden skillen. Ja, aber es dürfte jetzt kein Problem sein. Hier. Met, Hammer, Met, Hammer. So, gib mir der Frau Lehrerin Bescheid, komm. Met, Hammer, Met, Hammer. Da. Da. Ach, macht das Spaß. Wenn einen niemand aufhalten kann, ist es einfach geil. Beziehungsweise wenn man mal ein bisschen Schaden macht. Also wenn man Schaden macht, ist das natürlich super. Ist natürlich ziemlich lahm, wenn man absolut keinen Schaden gegen die ganzen Viecher macht. Aus dem Weg, Roboter. Da, wir sind richtig. Mödhammer, Mödhammer. Hier, Frau Lehrerin, hier bin ich wieder. Kurz speichern. Wegen der Mutanten. Ich habe die Elex-Köder ausgelegt. Sehr gut. Dann müssen wir jetzt nur noch warten, bis sie gefressen wurden und sich das Kontrastmittel in ihren Körpern verbreitet hat.
Ich kann dir allerdings nicht sagen, wie lange das dauert. Askeel wird wissen, wie lange die Verbreitung braucht. Ich werde Rücksprache mit ihm halten. Ich gebe dir dann Bescheid, wenn du die Häscher ernten kannst. Cool. Ich habe Unterricht, Sir. Sir, erinnern Sie sich an mich? Ja, das war der Junge mit dem Spielzeug, genau. Makar, richtig? Der Junge, der mich nach Spielzeug ausgefragt hat. Genau dieser. Ich habe lange darüber nachgedacht, was Sie mir so erzählt haben. Und habe einen Entschluss gefasst. Hier, ich möchte Ihnen dieses Lehrmaterial als Bezahlung anbieten. Lehrmaterial? Was soll ich denn damit? Als Motivation, dass Sie mir helfen, Sir. Wir werden immer mit Lehrmaterial bezahlt. Ich möchte ein Spielzeug haben, Sir. Könnten Sie mir so eines besorgen? Ich konnte in unseren Bibliotheken nichts darüber finden, wie man sich so etwas selber baut. Aber Sie kommen doch viel herum, Sir. Könnten Sie mir nicht ein Spielzeug besorgen? Es heißt ein Spielzeug, nicht Spielzeuge. Oh, okay. Danke, Sir. Am besten wäre wohl etwas, das schon bewiesenermaßen Spaß erzeugt hat. Vielleicht eines der Einspielzeuge der Berserker-Kinder. Was? Ein Einspielzeug, der... Es heißt Einspielzeug, nicht Einspielzeug oder Einspielzeuge. Oh, okay, Sir. Ich werde es mir merken. Du willst also ein Spielzeug, mit dem bereits schon mal gespielt wurde? Genau. Wenn Sie für mich bei den Kindern im Vor nach einem fragen könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Sie bekommen auch all mein Lehrmaterial als Bezahlung. Aber eine Bitte hätte ich noch an Sie. Erzähl. Bitte verraten Sie unserer Lehrerin Alcea nicht, dass ich Sie danach gefragt habe. Ich greife damit im Unterricht vor. Das ist streng verboten. Wir dürfen uns mit diesem Thema nicht auseinandersetzen. Alcea sagt immer, Spaß ist wie eine Droge. Wir dürfen es nicht erleben, bevor wir nicht unsere Elex-Rationen bekommen. Aber dann kann ich es ja nicht mehr erleben. Das ergibt doch keinen Sinn, oder? Wenn sie erfährt, dass ich sie um ein Spielzeug gebeten habe, werde ich mit Sicherheit schwer bestraft. Aber nun habe ich sie genug aufgehalten. Ich muss weitermachen, sonst komme ich mit meinen Hausaufgaben nicht hinterher. Auf Wiedersehen, Sir. Mach's gut, mein Junge. Okay, meine Lieben, dann machen wir im nächsten Part genau das. Wir bringen den Jungen ein paar Spielzeuge. Ist das nicht toll? Jura, du machst mit, wir holen jungen Spielzeuge, das wird lustig. Ein Spielzeug, Verzeihung, jetzt fange ich selber damit an. Aber natürlich spaßig, können wir den Jungen theoretisch verpfeifen, würde mich mal interessieren. Spielzeugschmuggel, wie das schon klingt. Das sind doch die drei Fragezeichen oder was? Gut, meine Lieben, sehen wir uns im nächsten Part wieder und dann sind die drei Fragezeichen gehen. Ich würde natürlich mal gucken, ob wir überhaupt die Option haben, die Jungen zu verpfeifen. Warte mal. Da, wir gehen mal zu Frau Lehrerin. Frau Lehrerin, da will jemand schmuggeln. Also das kann ich doch nicht zulassen. Da oben. Ab in die Kantine. Askeel, ich habe eine Frage. Geht es wieder um die Obduktion der Rottmolchinnereien? Ich konnte die andere Hälfte leider nicht mehr retten. Wer auch immer sie entnommen hat, war äußerst grob dabei. Nein, darum geht es nicht. Die Innereien haben für meinen Unterricht gereicht. Ich brauche eine Einschätzung von dir. Ich habe einige Köder mit dem Kontrastmittel B352 versetzt und an einige Häscher verfüttern lassen. B352? Für welches Körperteil ist das nochmal? Es soll die Amygdala der Häscher hervorheben, damit wir sie besser erkennen können, wenn wir ihre Gehirne im Unterricht untersuchen. Es heißt Amygdala. Ach so, für das limbische System. Ja, verstehe. Was genau ist deine Frage?
Wie lange braucht das Kontrastmittel nach der Aufnahme, um sich in der Amygdala auszubreiten? Ja, ich sehe dein Problem. Gib mir ein paar Stunden. Ich werde ein paar Simulationen laufen lassen. Ich schicke dir eine Nachricht auf deinen Adjutor, sobald ich mehr weiß. Danke, ich gehe dann wieder zurück. Gut, ich kümmere mich drum, sobald die aktuell laufende Simulation fertig ist. Mal gucken, was ich das mache. Ich will nur mal kurz gucken. Dein Schüler Makar hat versucht, mich zu bezahlen, damit ich ihm ein Spielzeug der Berserker bringe. Was sagst du da? Makar also? Ich dachte mir schon, dass der Junge nicht mehr zu retten ist. Das Experiment scheint bei ihm wohl fehlgeschlagen zu sein. Danke, dass du mich darüber in Kenntnis gesetzt hast. Ich werde mich bald um ihn kümmern. Hoho, aber steht nicht dran fehlgeschlagen. So, meine Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt euch auf, meine Freunde. Ciao. Danke, Insel. Danke für alles. Und danke für nichts.